So, was kommt jetzt? Flugeigenschaften? Ich habe gerade letztes Mal nochmal gesehen. Hier, die Rumpf-Aerodynamik, die machen wir jetzt einfach nochmal. Das ist so ähnlich wie Flügelschnitte, nur noch sehr viel komplizierter. wir fangen einfach an. Also, was ist die Rumpf-Aerodynamik? Da seht ihr unten so dieses magenta-violettfarbene Objekt, was da noch zwischen unseren Flügeln klebt. Das ist die Rumpf-Aerodynamik jetzt noch vom Birdie DS. Die werden wir jetzt natürlich, die hat auch so eine Art Koordinaten, werden wir noch anpassen. Wir machen das Ganze so. Als erstes stellen wir mal die Form um hier. Es gibt verschiedene Formen. 0 bedeutet rund, 1 bedeutet eckig, vierkant. Ich mache das meistens so. Ich lösche erstmal alles raus. Und na gut, vielleicht sollte man 2 da lassen. Damit man eine Röhre kriegt. Und dann fange ich einfach vorne an, von der Spitze, und arbeite mich nach hinten durch. Es gibt hier verschiedene Werte, die man einstellen muss. Also Station X ist die Position in Flugrichtung, also wie weit vorne der Flugschnitt ist, der Rumpfschnitt ist quasi. Man arbeitet sich von vorne nach hinten durch. Der erste Schnitt ist quasi die Flügelspitze, dann möglichst 0, hier, so wie hier ist. Geht also auf 0 zurück. Fügt man immer weitere Schnitte ein, bis man hinten am Leitwerk ist. Da kann man dann, je nachdem wie der Leitwerk ausläuft, entweder einfach abschneiden lassen oder auch wieder spitz zusammenlaufen lassen. Ja, ich mache jetzt mal vielleicht 2, 3 vor. Dazu habe ich mir so ein kleines Skript geschrieben. Ich muss das erstmal finden. Nee, da nicht. Über Excel. Also ich habe nur so ein kleines Excel-Skript geschrieben. Joint für die Joints. Also beziehungsweise eigentlich ist das eher für die Rumpf-Aerodynamik sinnvoll. Das mal alles ausblenden hier. Wir werden jetzt so mehr oder weniger das 3D-Modell im grob irgendwie nachbauen. Also diese ganzen Schnitte hier werde ich gleich noch in Violett wiedersehen. Aber im Aerofly. Ihr seht ja schon, das ist die Achsberechnung. Und da sind auch die Rumpf-Aerodynamiken. Genau, so, das brauchen wir. Mehr brauchen wir nicht. Ich habe mir das Fenster immer schon ziemlich klein gezogen hier. Weil mehr braucht man ja auch nicht. Man muss nur die Koordinaten sehen. Und den hier ziehen wir uns ein bisschen nach oben. Jetzt mit Move gehen wir wieder ran. Diesmal den Rumpf. Erster Punkt, den können wir schon mal so übernehmen. Das ist nicht so besonders schwer. 0,9330. Station Y ist 0, es ist ja immer auf der Mitte, es sei denn, man hat so einen asymmetrischen, gebogenen, was auch immer, Rumpf. Dann kann man hier auch noch den Rumpfschnitt seitlich versetzen, dann ist es halt ein bisschen seitlich. Station Z ist hier in Meter die Y-Koordinate, minus 1, 5, 6, 5. Und Station Width und Station Height müssen wir uns erstmal berechnen. Man kann jetzt natürlich grob schätzen, also eigentlich die Breite ist ziemlich einfach, indem man einfach hier klickt und das Ganze mal 2 nimmt, aber wer will das schon im Kopf machen, deswegen habe ich auch hier diese Berechnung mit da drin. Dann nehmen wir uns nämlich einen Punkt von oben gesehen, dann rechnet uns die Breite aus, und beim Flügelschnitt von der Seite gucken wir uns dann noch einen an, den einen oberen, einen unteren, den geben wir hier mit ein, rechnet uns direkt die Höhe aus. Ja, hier beim ersten Punkt, wie gesagt, Höhe 0, Breite 0, weil der Spitz zuläuft. Und jetzt gehen wir zum zweiten Schnitt. Das mache ich jetzt einfach nochmal vor, dann mache ich alle anderen durch. Ich mache, oder ein paar mehr durch, mal gucken. Y-Koordinate fängt man an, genau, minus 19,58. Damit man nicht immer umrechnen will, da muss man, also, ja, wird direkt umgerechnet für dich. Für sie. Minus 9,14. Natürlich alles schon mit Vorzeichen, hoffentlich alles richtig rum. Hier kommt manchmal ein negativer Wert raus, aber das kann man ja übersehen. 1,044. Und die Breite, jetzt müssen wir uns einen Punkt nehmen von oben, der ganz außen liegt. Oder habe ich schon den richtigen erwischt?
einmal hier die Breite angeben, 3,63 und schon haben wir die Breite auch noch mit ausgerechnet. 07260. Ach so, und genau, wenn man jetzt eine Rumpf hat, so wie ich, mit 32 Teilen, dann hat man hier immer schon direkt eine Mittellinie. Ja, also ich nehme jetzt diesen Punkt hier, weil diese Rechnung wahrscheinlich wieder falsch ist. Ich habe da zu viel rumgeschraubt, keine Ahnung. Jedenfalls müssen wir noch diesen Schnitt horizontal positionieren. Wir haben also quasi irgendwo hier so einen Mittelpunkt des Ovals. Und den müssen wir mit angeben mit diesen Station-Werten hier. Und da gebe ich doch einfach mal 1, 4, 3, 6 an. So, ich stelle das immer meistens, also ich eigentlich immer. So mit Leerzeichen, die stören in ihrem Fall überhaupt nicht. So, dass das alles schön ordentlich in der Matrix dargestellt wird. Ein bisschen Platz hier hinter. So, dann mache ich noch einen anderen vor. Den hier natürlich nicht vergessen. Ist immer ganz sinnvoll, wenn man irgendwie sich auf eine Länge einigt, dann sieht man, ob man was falsch gemacht hat oder nicht. Also wenn jetzt zum Beispiel jetzt hier ein Zeichen übersteht, weiß man, da muss man noch was machen. 0,87. Nein! 8705. Ja, und jetzt machen wir noch einen weiter. Ich mache jetzt hier, überspringe ich schon mal einen. Das wird dann so halt ein bisschen gröbere Form, aber das sollte nicht so groß der Unterschied sein. Man hat hier auch nur 16 Schnitte, glaube ich, für den Rumpf, genauso für die Flächen. Deswegen muss man ein bisschen einteilen, aber man kriegt so die grobe Form hin und das macht jetzt auch nicht so den großen Unterschied. Der Aeroflare nutzt das nur, um jetzt hier zum Beispiel diese Seitenfläche zu berechnen für den Wind und die Frontfläche und natürlich die Fläche von oben und deren Verteilung, sodass er dann einen Rumpfmoment erzeugen kann. So, nächster Schnitt. 0,6038. Haben wir hier direkt schon mal die Y-Koordinate ein, minus 2971, den obersten Punkt 1,30, mittleren Punkt 8,34. So, und das sollte eigentlich auch schon reichen. Hier die Y-Koordinate wieder 0. Z-Koordinate ist 0,1071. Ich kann das nicht aussprechen. Station Width. Ja. 1668. 0,2401. Shape Oval. Gut, ich mache das jetzt noch für die anderen fertig. Ich werde mir wahrscheinlich ein paar überspringen. Wir sehen uns dann wieder. So, das könnte ich euch natürlich jetzt mal kurz zeigen. Sieht so aus. Da sieht da vorne so oval, hoffentlich. Ja. So sieht das schon mal aus. So machen wir das jetzt die ganze Länge lang. Okay, damit wäre ich jetzt auch durch. Hat nochmal 10 Minuten gedauert. Oh, ich sehe gerade, ich habe irgendeinen Fehler gemacht noch. Bügeln wir mal schnell aus. Das muss wahrscheinlich einfach eine Kommastelle nach da. Perfekt. So, ich habe jetzt hier natürlich ein bisschen geschummelt, ein bisschen abgekürzt. Aber jetzt haben wir eine Rumpf-Aerodynamik. Die Rumpf-Aerodynamik, ja, kann man jetzt ja schon mal einstellen. Ich stelle sie mir zum Anfang auf 1. Bei allen Werten. Bis auf den Frontwiderstand. Den, ja, kann man eigentlich auch so lassen, auf 0,01. Das wäre jetzt die Rumpf-Aerodynamik. Ich mache jetzt einfach mal hier einen Schnitt. Und nächstes Mal sehen wir uns wieder. Vielleicht, ich weiß es noch nicht, wie erfolgreich jetzt dieses Tutorial wird.
Oh, Windstart. Juhu, das ist der Vorteil, wenn man einfach Sachen kopiert. Na gut. Gutenberg lässt grüßen. Tschüss!